Leute, 102 PS TV. Heute geht es wie immer um die Afrika. Ich würde sagen, wir sprechen heute mal über die Motorbremse und über den G-Modus, Gravel-Modus. Was soll das überhaupt? Können wir damit was anfangen? Wie wirkt sich das aus? Einmal Gravel aktiviert und den Leerlauf drin. Wie stellt man das überhaupt ein? Ja, das alles klären wir. Wenn dich das interessiert, bleib dran und genieß das Video. Dankeschön. So, dann fangen wir mit dem Gravel-Modus an. Wo ist der überhaupt aktiv? Aktiv von Haus aus ist er nur im Offroad-Modus, ne, da ist er aktiv, und im jeden weiteren ist er von Haus aus deaktiviert. Wenn wir das jetzt quasi aktivieren, dann bleibt er auch. Kann jetzt alle quasi einmal antippen, überall aktivieren. Und die bleiben dann auch alle bis zum Zündungswechsel oder bis du das halt wieder deaktivierst. Ich mache das einmal kurz mal weg. Jetzt ist es noch aktiv. Mache ich einmal Zündungswechsel. Springt er um, ist abgebrochen, ne? Deaktiviert. Und im Offroad-Modus ist es immer noch da. Nur einmal so zur Info. Ja, was macht dieser Modus? Da spreche ich gleich drüber. Dann sprechen wir nochmal über die Engine Brake, EB. EB haben wir halt einmal, wenn der Kreis voll ausgefüllt ist, 3 ist das Maximale. Von Haus aus ausgestellt ist es in der Stadt und im Tourmodus, dass da 2 sind. Also 2 von 3. Und ansonsten Schotter auf Rot ist immer 3 von 3. Ich habe jetzt noch einen Benutzer angelegt, um das mal auszuprobieren. Habe ich das mal mit einem gemacht. Ja, und wie sich das alles fährt, da erzähle ich auch gleich mal was drüber. Und ja, bis gleich. Zuerst müssen wir einmal klären überhaupt, was ist eine Motorbremse? Hat die überhaupt eine Motorbremse? Nein, sie hat keine Motorbremse. Das Einzige, was wir verändern, ist die Bremswirkung, also die Motorbremswirkung. Ne? Wir haben aber keine Motorbremse. Eine Motorbremse gibt im Nutzfahrzeugbereich, entweder als Wirbelstrombremse, wo über Magnetkraft der Antriebsstrang gebremst wird, oder halt, also quasi eine Scheibe mit Magneten und die wird quasi gehindert zu drehen durch Magnetkraft. Dadurch wird gebremst, ist verschleißfrei. Dann gibt es noch die andere Art von Motorbremse, die würde sich quasi im Auspuff befinden, im Abgastrakt, wo man quasi eine Klappe schließt und quasi der Staudruck, der entsteht, einfach das Hochdrehen des Motors quasi verhindert, beziehungsweise einfach das Ganze abbremst, ne? Das wäre eine Motorbremse. Was wir haben, ist leider nur eine Motorbremswirkung, die realisiert wird von unserem Motorsteuergerät. Ist natürlich ein ganz anderes drin. Das ist vom PKW. Und wie macht er das? Wir haben quasi eine Drosselklappe drin. Ich schätze mal, wir haben zwei drin, für jeden Zylinder eine. Ich weiß es aber nicht bei dem. Hier ist es jetzt aktuell so, da ist halt so ein ganz kleiner Spalt. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Das wäre jetzt der Notlauf. Da ist eine Federkraft drin und die hält das immer so in einer bestimmten Notlaufposition. Das sind so 1200 Umdrehungen, damit man noch zur Werkstatt fahren kann. Nur mal so am Rande. Wenn du den Motor startest oder Zündung anmachst, macht er die einmal zu. Das löst dann immer. So, wenn du Gas gibst, dann macht er die Klappe auf, Sauerstoff rein und adäquat dazu Kraftstoff aus der Einspritzleiste. Wir hätten wahrscheinlich zwei beim Zweizylinder, schätze ich mal ganz stark. Wir haben aber vier Zündkerzen. So, und diese Ride-by-Wire-Geschichte ist halt Eingabewunsch am Dings. Und dann kommt er hier, sagt dem Bescheid, aufmachen oder zu. Wenn du jetzt quasi im Schubbetrieb bist, gehst vom Gas runter, dann setzt die Motorbremswirkung ein. Und er bestimmt jetzt halt, ist die jetzt auf? Oder geht die halt zu? Und wie schnell die zugeht, das bestimmt das Motorsteuergerät und nicht du. Du kannst es nur quasi ein kleines Setup geben. Ein Setup geben, ja, wie schnell das Ganze passieren soll. Ne? Und dann rollst du entweder lange oder du schaltest oder er macht halt schnell die Drehzahl runter und er fängt dann früh an zu schalten. Das ist vom Diesel eine Saugrohrklappe. Die geht quasi zu. Wenn du den Motor ausmachst, geht die zu und dann macht es so, geht's wieder auf. Wäre jetzt dafür da beim Diesel, damit er schneller ausgeht und nicht nachläuft, damit der Zahnriemen, wenn der Motor zurückschlägt, nicht überspringt. Das ist der Hintergrund. Gibt es nur beim Diesel, da ist das so. Und bei Benziner ist die unbelastete Position so, also unbestromt.
So, so viel mal nebenbei. Ja, hier können wir nicht die Einspritzmenge bestimmen, hier bestimmen wir die Einspritzzeit und daraus die Menge. So, und dann je mehr Kraftstoff, je mehr Luft, desto schneller dreht sich das Ganze. So, und jetzt erzähle ich euch nochmal, was da passiert, wenn wir G-Modus haben und wie die Motorbremse funktioniert, wie sich das verhält. Jetzt geht es nochmal einmal um den G-Modus. Das verändert nicht den G-Punkt, das verändert die Kupplung, den Schleifpunkt. Und jetzt geht's los. Aktiv. Hängt direkt an der Kupplung. Machen wir das Ganze mal. Schleif. Mal zurück. Und ein bisschen besser ist es. Ja, und der verändert sich in dem Falle so, wenn du es aktiviert hast, wird die Kupplung schneller schließen. Ne? Die Gänge werden nicht so verschliffen. Wenn du anfährst, macht er das relativ zügig. Da ist gleich Druck an der Kupplung. Und wenn du bergunter fährst, macht er die Kupplung halt auch schnell wieder zu beim Gangwechsel, damit du halt nicht schneller wirst beim Bergabrollen. Berghoch sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da sieht das so aus, wenn du berghoch fährst, dass wir die Gänge mehr verschleifen, als hätten wir den G-Modus aus. Die Gänge werden extrem weit hochgedreht. Hört man auch sehr gut in dem einen Video von letztens, wo wir die Traktionskontrolle und Wheelie Control getestet haben. Da dreht er auch so richtig schön. Dann schleift er den Gang rein und dann ist es drin. Hinterrad geht, Traktionskontrolle greift ein, aber nur ganz leicht. Zumindest nicht hier, keine Ahnung, 34%. Da haben wir schon gehört, wie der so schön den Gang verschliffen hat. Machen wir nochmal rein, Gravel, gleich mehr Druck rundherum. Ja, das ist die Besonderheit. Anfahren, bergunter, schnell und berghoch wird der Gang verschliffen. Die Gangwechsel. Motorbremse, wie eben schon erklärt, wir haben keine Motorbremse, wir haben nur eine Motorbremswirkung, die wir quasi verändern können zwischen 1 bis 3. 3 ist die höchste Motorbremswirkung. Wir haben aber letztendlich, bremst er nicht extrem bergunter. Kasseler Berge funktioniert das. Da merken wir das, wenn wir vom Gas gehen, dass das Ding extrem langsam wird. Ja, das schon. Aber wenn wir wirklich so einen Berg runterfahren, wie ich dann wieder getestet habe, in Blankenese. Motorbremse voll drin, schauen wir mal. So, zweiter Gang. Schafft er nicht, ne? Das ist zu viel Power, das ist zu viel Hangabkraft. Das wird nichts. Ja, okay, also da haben wir mal wieder geschaut. Also Motorbremse nützt uns im Gefälle gar nichts. Also Motorbremswirkung 0. Ne? Das ist einfach zu viel. Das Ganze wird limitiert auf 44 km/h im zweiten Gang. So, und da macht es keinen Unterschied, ob du Stufe 1 drin hast oder Stufe 3. Du merkst es einfach nur beim Fahren, also beim Dahingleiten in der Ebene. Ja, also die Motorbremse, die merkt man wirklich nur so quasi beim Rollen. Jetzt haben wir die geringste Stufe und das ist kaum Eingriff. Jetzt wechseln wir mal auf. So, eine andere. Da haben wir schon einen deutlichen Eingriff. Und jetzt wechseln wir einmal Maximalmotorbremse. Das bremst schon enorm, man merkt das auch. Ja, viel mehr kann man zum Motorbremsen nicht sagen. Es ist halt angenehmer so auf Stufe 2, dann ist es wie ein normales Fahren, sage ich mal. Wenn man das jetzt auf ganz runter hat, dann muss man halt viel rausbremsen an Energie. Also wenn du jetzt von der Ampel ranfährst, jetzt auf 3, ist es schon so. Müsstest du wieder ein bisschen Gas zugeben und auf 2 ist es perfekt. Auf 1, wie gesagt, rollst du relativ lange, hast am Ende raus wenig Motorbremswirkung. Ja.
Die Gasannahme verändert sich halt. Auf 3 ist sie halt ganz schnell zu und auf 1 geht sie ganz langsam. Dasselbe wie bei, als wenn du Tempomat eingelegt hast. Da kannst du ja auch 120 eingeben oder 100, fährst 140, nimmst Gas weg und dann geht er ganz langsam auf 100 oder beziehungsweise das, was du vorher eingestellt hast. Ja, das war's auch eigentlich schon mit der Motorbremse. Wenn dir solche Beiträge gefallen, so ein Erklärvideos, abonniere mich, like meinen Kanal, like das Video. Empfehle mich gerne weiter an deine Freunde. Ansonsten noch schönes Wochenende. Bis nächstes Mal. So, Norm versucht jetzt hier aufzusteigen. Ja, das hören wir auf. Komm schon. Schön mit so einem Sidekick rüber hüppen. Und jetzt mit Schwung nach rechts. Ja, komm schon. Ah, du bist der Größte. Du bist das zweite Wunder nach mir.